So, hallo liebe Leute. Ja, im ersten Teil waren wir jetzt daran fett beteiligt, im Animus unsere Synchronisation zu erhalten. Synchronität? I don't know. Und jetzt, ja, schauen wir uns ein bisschen außerhalb vom Animus um. Und ja, so wie es ausschaut, ist das hier tatsächlich sogar. Oh, hier, warte mal. Interagieren. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Tja, du sollst dich ja auch nicht umziehen, du sollst stinken. Du bist. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verhätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. Tja, meine Erinnerungen sind halt einfach ein bisschen zu wertvoll. Ah, eine Dusche. Ui, schön. Nur doof, dass wir die nicht benutzen können. Wenn wir nicht aufs Klo gehen? Nein. Na gut. Ja. Schlafen können wir auch nicht? Nee, dürfen wir wahrscheinlich auch gar nicht. So wie ich es mir vorstelle, dürfen wir wahrscheinlich gleich weitermachen, wenn wir jetzt hier rausgehen. Aber natürlich. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich Oh, oder auch schlage vor, Sie nicht? gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. So. Dann würde ich sagen, ruhen wir uns doch eine Runde aus. Wenn der Chef das schon sagt, dann gehen wir auch ins Bett. Mal eine Runde pennen. Jawohl. Verdammt, abgeschlossen. Eingesperrt bin ich also auch noch. Na gut, kann ich denn jetzt schlafen? Möchte ich überhaupt schon schlafen? So wie es aussieht, schon. Ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Ja, ist schon interessant. Geht alles so ein bisschen in die Terrorrichtung, so was er alles gerade erzählt hat. Naja. Dann mal weiter geht's. Zum Part, der ein bisschen mehr Spaß macht als außerhalb vom Animus. Innerhalb von Animus. So. Dann springen wir mal zum nächsten Erinnerungsabschnitt. Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Sprinten Sie, um Gegner abzuhängen, und springen Sie durch Marktstände, um der Menge auszuweichen. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes.
Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten, der Ungeborenen, auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden in allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Geheimnisvoll. Na gut, jetzt bin ich ein Noob. Mal wieder. Ohne meine ganzen schönen Waffen. Ganz am Anfang, um quasi meine Ehre wiederherzustellen. Ha, das erinnert mich an Avatar. An Zuko. Na gut. Dann tun wir das, was er wollte. Und erledigen den Auftrag ohne großartig irgendjemanden umzubringen oder sonst irgendwas. Ich hoffe, wir schaffen das. Ja, wir werden sehen. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Ja. Das ist schon ein bisschen fies. Also ich kann es ja verstehen, dass sie ihn jetzt quasi degradiert haben und ihn wieder als Schüler einsetzen und ihm so eine krasse Strafe wie den Tod quasi gegeben haben, obwohl er ja zum Glück nicht tot ist. Ja, da muss er halt jetzt durch. Aber krass ist trotzdem. Ziemlich heftig. Ja, lass uns mal das in Erfahrung bringen und mal rausfinden. So ein bisschen Sherlock Holmes spielen. Ah ja, hier rechts also. Denn hier eine Bank? Wo kann ich mich denn hinsetzen? Da hinten.
Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Den Korbflechter finden. Ja, dann gucken wir mal. Bei dem Spiel hier ist es eh wahrscheinlich, ist es eh total einfach, von A nach B zu kommen und die ganzen Missionen zu erfüllen, weil du eh einfach nur hier unten rechts der Karte folgst. So, man muss hier nur gucken, wie man, wo man denn überall langlaufen kann und muss und nicht den falschen Weg nehmen, so wie ich gerade. So. Der hier ist es. Nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Ja, dann lasst uns mal den Brief stehlen. So. Ja, ihn scheint es ja sehr zu stören, dass sein Brief weg ist. Na gut, dann lasst uns mal einmal. Ich denke, wir müssen hoch. Lasst uns mal gucken. So. Ja, ich denke, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen hoch. Und dann mal weiterschauen. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Ja, dann laufen wir ihm doch mal ganz langsam hinterher. Der scheint nämlich was zu verbergen. Vielleicht weiß er ja, wo unser Ziel versteckt ist. Vielleicht ist er ja aber auch unser Ziel. Das ist jetzt interessant herauszufinden. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr?
Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuellen Gedächtnisabschnitten. Dann tut er also jetzt doch, was der Meister sagt. Die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen, dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Das konnte er jetzt aber nicht faken. Gewährt, Alter, ihr. Und erneut das Recht erworben, meine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh, mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Bush. In your face. Ja, ihm tut's schon sichtlich weh, dass er degradiert wurde. Aber Moment. Ah, okay, er hat 2 seiner Waffen zurückbekommen. Fest, so wie ich das verstehe, fehlt noch etwas. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Zur nächsten Mission. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Okay, zur nächsten Mission, in Anführungsstrichen. So. Richtig.
Wunderbar. So. Jetzt mal wieder hier genau das Gleiche. Ich habe keine Ahnung, ob das eine richtige Mission ist und was das Ziel ist. Weil ich greife ihn an, ich greife ihn an, ich greife ihn an. Und das war es ja im Prinzip. Also... gibt dir hier nicht viel zu tun, tatsächlich. Bin mir nicht ganz sicher. Na gut. Wenn hier nichts weiter passiert. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Dann gehe ich jetzt wieder und widme mich meiner eigentlichen Mission. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ist gut. So, begeben wir uns zu unserem eigentlichen Ziel. So, hier geht's aus. Weil ich glaube, Kampftraining sind wir gut dabei. Das einzige Problem war mal wieder, dass es einfach nicht weiterging. Warum auch immer, aber so alte Spiele haben das manchmal. Wenn ihr hier bei meinem Lemmings Revolution Let's Play reingeschaut habt, dann... da ist es so ähnlich. Ist einfach ein älteres Spiel, funktioniert nicht mehr ganz so super. Ja. Auf neuen PCs zumindest. Warum war der jetzt anvisierbar? Naja, muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Ah ja, es kann gut sein, dass wir jetzt raus aus dem Dorf dürfen. So wie es aussieht, dürfen wir das nämlich. Na gut. Dann mal auf zu unserer ersten Mission außerhalb des Dorfes. Bin mal gespannt, wo es uns hintreibt und was wir dieses Mal tun müssen, um quasi unsere Ehre wiederherzustellen. Wir sind nämlich immer noch eigentlich so ein bisschen im Tutorial-Modus. Immer noch nicht, ganz da, wo wir hinwollen. Immer noch nicht ganz da, wo sich Altair wieder wohlfühlt. Mit der Zeit werden sich auch dann die Synchronisationsbalken wieder vermehren. Das sind ja jetzt im Moment nur 5 Stück. Ja, es wird aber auch wieder mehr werden. Jetzt kommen wir erstmal ein Stück weiter. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. So, wir haben nur kurz einen Schluck getrunken. Dann springen wir mal auf den Aussichtsturm. Unser erster Aussichtsturm. Ja, die sind quasi da, damit wir noch mehr Synchronisation erlangen können. Das ist auch so eine Sache, die sich komplett durch viele, viele Spiele mittlerweile durchzieht. Auch durch Zelda Breath of the Wild hat sich das ja irgendwie auch durchgezogen. Jetzt, das ist jetzt eins der neueren Spiele natürlich. Aber vor allen Dingen kommt das von den guten alten Assassin's Creed Teilen. Das ist so eine der Sachen, die sie irgendwie
hier ganz gerne machen. Und was ich auch niemals, also was niemals alt geworden ist, um eine Karte zu erforschen oder sonst was. Na gut. Dann wieder runter von hier. Und weiter geht's. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Weg vor uns. Hey, Moment mal. So, schauen wir mal. Wo müssen wir eigentlich hin? Nach Damaskus. Müssen wir hier lang? Na, wir werden sehen. Wir haben ja noch ein paar Aussichtspunkte. Ah nein, den wollen wir nicht hier. Wir wollen nach Damaskus. Und ich reite einfach mal den Weg weiter, weil das als einziges wirklich, naja, in Frage kommt. Hier geht's dann wieder ein bisschen mehr in die Richtung. Ja. Das ist wieder der Teil, wo wir ein bisschen einfach nur am Reiten sind. Alter, die hat ja bestimmt gerade voll das Knie vom Pferd in die Fresse bekommen. Ja, hier auf dem Weg gibt es dann optional immer mal wieder ein paar Sachen, die wir erledigen können. Wie hier sowas angreifen oder sowas. Aber wir wollen der Mission folgen. Es geht jetzt für uns erstmal weiter darum, hier dabei zu bleiben. Und zwischendurch immer mal wieder ein paar Punkte zu synchronisieren. Tötet ihn, haltet ihn. Bestimmt, ihr haltet mich nicht auf. Ich werde den Turm erklimmen, ob ihr wollt oder nicht. So, jetzt bin ich dann eh gleich weg und dann seht ihr mich gar nicht mehr. So. Haben wir noch einen Synchronisationspunkt mehr. Dann mal auf geht's. Dich kriege ich schon noch. Na, denke nicht. Ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Müssen unser Pferd wiederholen. Haltet ihn, haltet ihn. So. Gucken wir mal nochmal, wo können wir denn lang? Ohne die Karte kommt man ja fast gar nicht hier lang. Das ist jetzt hier die Frage. Lass uns erstmal hier abhauen und mal eine Runde fliehen, bevor es hier weitergeht. Damaskus ist bestimmt wieder in eine andere Richtung. Genau, Damaskus ist hier oben. Wir kamen jetzt gerade von hier unten, gehe ich mal davon aus. Na dann, drehen wir doch nochmal um. Wir wollen ja unsere Mission weitermachen. Richtung Damaskus soll es gehen. Hier
Die fühlt sich dann doch gleich schon mal ein bisschen besser an. Na gut, hier sind wir auch in feindlichem Territorium. Hier ist es ganz klar, dass wir die ganze Zeit angeguckt und angegriffen werden. Aber unser Hauptziel soll es sein, nach Damaskus zu kommen. Ja. Das ist unsere Hauptmission, deswegen folgen wir dem ganzen Kram auch mal. Und hier fühlt sich's doch... Hier schaut's doch auch ganz richtig aus. Checkpoint erreicht. Hier wird's auch langsam immer weniger. So, hier haben wir wieder ein paar Leute, die uns gerne töten wollen. Aber auch das lassen wir natürlich nicht zu. Wir haben zum Glück ein Pferd, deswegen sind wir ganz gut unterwegs, würde ich mal sagen. Hier hätten wir wieder einen Aussichtspunkt. Aber gut, wir wollen ja einfach nur nach Damaskus. Jetzt haben wir noch 430, ja, was würde ich sagen, Meter. Schritte. Ich weiß es nicht. Ja gut, Ubisoft, amerikanische Spieleentwickler. Glaube ich zumindest, bin ich mir gar nicht sicher. Da wäre Fuß ja dann doch eher die Maßeinheit, die sie nehmen würden und nicht Meter. Deswegen könnte Fuß schon ganz gut passen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sich niemand was dabei gedacht hat. Und sie einfach nur irgendeine Maßeinheit quasi auch erfunden haben. So, mir war es natürlich auch nie irgendwie, hatte ich eine Ahnung, warum diese Zwischensequenz jetzt war. Naja, aber das ist halt so. So, und jetzt sind wir in Damaskus angekommen, nach langer, langer Galoppiergeschichte. Und ja, wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Tschüss!